Kommen können. Es gibt so viele Volkslieder, die von solchen Sachen handeln, aber hier ist es auch noch gar nicht so lange her, dass hier ein bisschen Schnee lag, ne, auf dem Asphalt, hier im Hafen. Und in Albanien, in diesem Land der Skipetaren, so wie Karl May das eben beschrieben hat, da ist der Schnee manchmal so hoch, dass die Liebenden nicht zueinander kommen können. Deborah Spardi Malete. Lidia Batrakova, die kommt von einer Region aus der aus Sibirien, wo der Schnee manchmal noch sehr viel höher liegt als in den albanischen Bergen. Das ist so das Altaigebirge, das ist Novosibirsk und Archangelsk. So, ne, wir haben vielleicht so eine ungefähre Vorstellung. Und da gibt es das helle Zimmer, Vgornica. Das ist so ein Raum in den alten russischen Häusern gewesen, wo man Feste gefeiert hat. Das war vielleicht so ein bisschen so wie bei uns die gute Stube. Und da sitzt ein Mädchen, so ein bisschen wie Aschenputtel, hat viel Arbeit, muss viel sauber machen und denkt über ihr Leben nach und darüber, dass der Prinz eben noch nicht gekommen ist. Vgornica, Lidia Batrakova. Oh,
ich habe mal ganz kurz, wir lösen ein kurzes Problem. Wollt ihr nach dem Set etwas über die Musik erfahren oder zwischen den Stücken? Die beiden Varianten gibt es. Wollt ihr die Inhalte nach dem Set erfahren oder zwischen den Stücken? Beide Möglichkeiten habt ihr. Inzwischen? Alles klar. Okay, gut, dann ist dann. Svetut Esad Varma von Radoslav Rusev aus Sofia eingebracht. Svetut Esad Varma heißt so viel wie die Welt ist für zwei. Ist für zwei gemacht. Für dich und für mich. Und wenn ich einmal nicht mehr bin, dann such mich vielleicht in dem Funkeln der Sterne, in den Wellen des Meeres, in dem Fallen der Blätter, in dem Blühen der Krokusse auf der Wiese. Und Radoslav Rusev aus Sofia hat das eingebracht. Das Lied hat ihn eine ganze Weile in seinem Leben begleitet. Die Welt ist für zwei. Svetut Esad Varma. Звезды.
seit geraumer Zeit japanisch. Und es gibt in den japanischen Animes, in diesen Filmen, wo Mangas animiert sind, wunderschöne Poesie. Diese Reihe heißt Songs and Whisper. Und ein Gedicht, das ist vertont. Und es heißt Hoseki. Eine Träne. Ich fange sie auf. Und sie funkelt an meinem Finger. Wie ein Juwel. Valeria Orlova mit Hoseki im Jahr.
Jetzt geht es wieder weiter mit der Frau, die aus Durres, aus der albanischen Hafenstadt, kommt und Blerina Kreft heißt und vorhin schon das erste albanische Lied gesungen hat. Aber jetzt singt sie eins in kurdischer Sprache. Ihr Freund ist Kurde und der singt auch. Und es gibt ein Lied, das heißt Dabro. Das heißt so viel wie Geh doch. Singt eine Frau, die ziemlich Liebeskummer hat und ihrem Freund das so hinterher wirft. In dem Lied geht es aber noch ein bisschen weiter. Also es heißt, es gibt schlechte Zeiten, es gibt neblige Momente, wo alles erscheint wie völlig zusammengebrochen. Aber es gibt auch wieder andere Zeiten. Dabro, ein kurdisches Liebeslied von Blerina Kreft aus Durres. Thank you.
Thank you.